Laudetur Jesus Christus, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Hörer, zur Live-Übertragung der Generalaudienz mit Papst Franziskus aus der Audienzhalle im Vatikan. Am Mikrofon begrüßen Sie sehr herzlich Silvia Kritzenberger und Wenzel Wiedenker. Wir grüßen alle, die über unsere Partnersender mit uns verbunden sind, EWTN und KTV, Radio Horeb, Domradio, die Radio Maria Familie. Und unser Gruß geht natürlich auch an alle, die über unsere Webseite, YouTube, Apps und Facebook heute mit dabei sind. Ja, wir sind schon zugeschaltet in die Vatikanische Audienzhalle. Die heißt ja auf Italienisch Aula Paolo VI. Sie geht ja auch auf den heiligen Paul den VI. Zurück. Als die Zahl der Teilnehmer an den Audienzen Pauls VI. Im Laufe der Zeit immer mehr gewachsen war, wollte er den Bau einer Audienzhalle, die bis zu 12.000 Menschen fasst. Ein Teil der Halle, die 1971 eingeweiht wurde, liegt auf italienischem Territorium, der andere Teil innerhalb der Grenzen der Vatikanstadt. Das Podium, von dem der Papst aus spricht, befindet sich auf der Seite des Vatikans. Vor dem Bau der Halle im Jahr 1971 wurden die Generalaudienzen im Petersdom oder in der Segnungsaula im Apostolischen Palast abgehalten. Als die Vatikanische Audienzhalle 1971 fertiggestellt wurde, hatte Paul VI. Gesagt: Wir wollen die Peterskirche freihalten von dem zur Regel gewordenen Ansturm einer recht unterschiedlichen Volksmenge, die sich zu unseren Generalaudienzen drängt. Ja, Sie hören es am Applaus. Papst Franziskus hat in diesem Moment die Audienzhalle betreten, wie immer, mit Gehstock. Und er wird sich jetzt zu seinem Platz begeben und dann die Generalaudienz einläuten. Heute wird seine Katechese sich drehen um das Laster der Unkeuschheit. Papst Franziskus hat ja am 27. Dezember eine neue Katechesenreihe begonnen, und zwar zum Thema der Tugenden und Laster. Letzte Woche ging es dabei um das Laster der Unmäßigkeit im Essen und Trinken. Heute wird der Papst über das Laster der Unkeuschheit nachdenken. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli. Ja, wir hören wie immer zu Beginn eine Schriftlesung, heute aus dem ersten Brief an die Thessalonicher. Wir hören die Lesung zuerst auf Italienisch, danach Französisch, Englisch und dann auch gleich Deutsch. Senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, la volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps, dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor,
not in the passion of lust like heathens who do not know God. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem ersten Thessalonicher Brief. Das ist es, was Gott will, eure Heiligkeit, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Wort des lebendigen Gottes. Ja, für die Lesungen auf Deutsch ist heute Martina Körs zuständig, Mitarbeiterin im Staatssekretariat und beim Deutschen Osservatore Romano. Lectura del libro de los Proverbios. Hermanos, la voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal, que cada uno sepa usar de su cuerpo con santidad y respeto, sin dejarse llevar de la pasión desenfrenada, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Palabra del Señor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, esta é na verdade a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos afasteis da devassidão, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santidade e honra, sem se deixar levar pelo desejo da paixão, como os pagãos que não conhecem Deus. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيقي. أيها الإخوة، إن مشيئة الله إنما هي تقديسكم، ذاك بأن تجتنبوا الزنا، وأن يحسن كل منكم اتخاذ امرأة في القداسة والحرمة، فلا يدع الشهوة تستولي عليه كما تستولي على الوثنيين الذين لا يعرفون الله. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Bracia, wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymać własne ciało w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga poganie. Oto słowo Boże. Ja, nach der Lesung auf Polnisch hören wir jetzt gleich die Katechese von Papst Franziskus, die vierte der Reihe zu den Lastern und Tugenden. Heute geht es um das Laster der Unkeuschheit. Cari fratelli e sorelle. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. E oggi oggi ascoltiamo bene la catechesi perché dopo avremo circo. Heute müssen wir bei der Katechese gut zuhören, denn danach werden wir hier eine Zirkusdarbietung geboten bekommen. Wir setzen jetzt unsere Katechesenreihe über die Laster und Tugenden fort. Die geistlichen Väter im frühen Christentum lehren uns, dass nach der Völlerei der zweite Teufel, das zweite Laster, das immer an der Tür des Herzens lauert, das der Unkeuschheit ist, während die Völlerei die Unersättlichkeit beim Essen meint, geht es bei diesem zweiten Laster um eine Art Unersättlichkeit einem anderen Menschen gegenüber, um eine vergiftete Beziehung der Menschen untereinander, also besonders im Bereich der Sexualität. Doch aufgepasst, im Christentum gibt es keine Ablehnung der Sexualität. Das gibt es nicht. Ein Buch in der Bibel,
Das Hohelied der Liebe ist ein wunderbares Gedicht über die Liebe zwischen zwei Verlobten. Diese schöne Dimension unseres Menschseins, die sexuelle Dimension, die Dimension der Liebe, ist aber nicht ohne Gefahren. Und so musste ja auch schon Paulus dieses Thema in seinem ersten Brief an die Korinther ansprechen. Dort schreibt er, der heilige Paulus: Allgemein hört man von Unzucht unter euch, und zwar von Unzucht, wie sie nicht einmal unter den Heiden vorkommt. Der Vorwurf des Apostels bezieht sich auf einen ungesunden Umgang einiger Christen mit der Sexualität. Doch schauen wir uns die menschliche Erfahrung an, die Erfahrung des Verliebtseins. Hier haben wir ja viele Neuvermählte und ihr könnt uns da sicher viel erzählen. Keiner von uns weiß, warum dieses Geheimnis geschieht und warum es eine so überwältigende Erfahrung im Leben des Menschen ist. Das weiß niemand von uns. Man verliebt sich in einen anderen und dann ist da auf einmal diese Verliebtheit. Es ist eine der überraschendsten Realitäten unseres Daseins. Die meisten Lieder, die wir im Radio hören, handeln davon. Von einer Liebe, die zum Strahlen bringt, der Liebe, die man immer sucht und nie findet. Von Liebe, die voller Freude ist, oder einer Liebe, die uns verzweifeln lässt und zum Weinen bringt. Wenn die Verliebtheit nicht vom Laster beschmutzt wird, ist die Verliebtheit eines der reinsten Gefühle. Ein verliebter Mensch ist großzügig. Er freut sich, wenn er Geschenke machen kann, schreibt Briefe und Gedichte. Er hört auf, an sich selber zu denken, um sich ganz dem anderen zu widmen. Das ist schön. Und wenn man einen verliebten Menschen fragt, warum er liebt, dann wird er keine Antwort haben. In vielerlei Hinsicht ist seine Liebe bedingungslos, ohne jeden Grund. Ja, manchmal kann eine Liebe so groß sein, dass sie auch ein wenig naiv ist. Der Liebende kennt das Gesicht des anderen nicht wirklich. Er neigt dazu, ihn zu idealisieren, ist bereit, Versprechungen zu machen, deren Tragweite er nicht sofort begreift. Dieser Garten voller Wunder ist aber nicht gegen das Böse gefeit. Er wird durch den Teufel der Lust verunreinigt. Und dieses Laster ist aus mindestens zwei Gründen besonders abscheulich. Vor allem, weil es die zwischenmenschlichen Beziehungen zerstört. Beispiele dafür gibt es in den täglichen Nachrichten mehr als genug. Wie viele Beziehungen, die auf erdenklich gute Weise begonnen haben, sind dann zu vergifteten Beziehungen geworden, zu einer besitzergreifenden Begierde ohne Respekt und ohne jeglichen Sinn für Grenzen. In solchen Liebesbeziehungen fehlt es an Keuschheit, eine Tugend, die nicht mit sexueller Enthaltsamkeit zu verwechseln ist. Die Keuschheit ist etwas anderes als die sexuelle Enthaltsamkeit. Denn sie bedeutet, dass man den anderen niemals besitzen will. Lieben heißt, den anderen zu respektieren, sein Glück zu wollen, Rücksicht auf seine Gefühle zu nehmen, sich in einen Körper, eine Psyche, eine Seele hineinzuversetzen, die nicht die unseren sind und die man wegen der ihnen innewohnenden Schönheit betrachten muss. Das ist es, was Lieben bedeutet. Die Liebe ist schön. Die Wollust dagegen verhöhnt all das. Sie plündert und raubt, sie verschlingt alles in Windeseile, will nicht auf den anderen hören, sondern nur auf die eigenen Bedürfnisse und das eigene Vergnügen. Die Lust hält jedes Werben für langweilig. Sie sucht nicht die Synthese zwischen Vernunft, Trieb und Gefühl, die uns helfen würde, unser Dasein klug zu führen, klug zu leben. Wer der Lust nachgibt, sucht nur nach Abkürzungen. Er versteht nicht, dass der Weg der Liebe langsam zurückgelegt werden muss.
Und dass erst diese Geduld, die nichts mit Langeweile zu tun hat, unsere Liebesbeziehungen glücklich macht. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum die Lust ein gefährliches Laster ist. Von allen menschlichen Freuden hat die Sexualität eine besonders starke Stimme. Sie bezieht alle Sinne mit ein. Sie bewohnt sowohl den Körper als auch die Psyche. Und das ist eine sehr schöne Sache. Aber wenn sie nicht mit Geduld diszipliniert wird, wenn sie nicht in eine Beziehung, eine Geschichte eingebettet ist, in der sie zwei Menschen in einen Liebestanz verwandeln, dann wird sie zu einer Reaktionskette, die den Menschen der Freiheit beraubt. Das sexuelle Vergnügen, das ein Geschenk Gottes ist, wird durch die Pornografie untergraben. Eine Befriedigung ohne Beziehung, die zu Formen von Abhängigkeit führen kann. Wir müssen die Liebe verteidigen, die Liebe des Herzens, des Verstandes, des Körpers, die reine Liebe, in der sich der eine dem anderen schenkt. Das ist die Schönheit der sexuellen Beziehung. Den Kampf gegen die Begierde, die Objektifizierung des anderen zu gewinnen, kann ein lebenslanges Unterfangen sein. Aber der Lohn, der uns am Ende dieses Kampfes erwartet, ist der wichtigste von allen. Denn es geht darum, jene Schönheit zu bewahren, die Gott in seine Schöpfung eingeschrieben hat, als er die Liebe zwischen Mann und Frau ersann. Wo es nicht eine Liebe, in der es nicht darum geht, den anderen zu benutzen, sondern einander zu lieben. Diese Schönheit, die uns glauben macht, dass es besser ist, eine gemeinsame Geschichte zu schreiben, als sich auf die Jagd nach Abenteuern zu machen. Es gibt ja hier so viele Don Giovannis. Es ist eine Schönheit, die zeigt, dass es besser ist, die Zärtlichkeit zu pflegen, als sich dem Dämon des anderen besitzen wollens zu beugen. Wahre Liebe besitzt nicht, sie schenkt sich. Und es ist besser zu dienen, als zu erobern. Denn dort, wo es keine Liebe gibt, ist das Leben nur triste, triste Einsamkeit. Danke. Ja, wir sehen hier auch die Brautpaare eingeblendet, die Papst Franziskus eben erwähnt hat in seiner Katechese, bei der es heute um das Laster der Unkeuschheit ging. Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Die Sprecher grüßen den Papst stellvertretend für die Gläubigen der verschiedenen Länder in den 8 Sprachen, die wir eben schon gehört haben. Die Sprecher versichern den Heiligen Vater der Gebete der Gläubigen. Und es wird auch in allen Sprachen angekündigt, dass am Ende der Audienz das Vaterunser gebetet wird und der Heilige Vater sein Segen erteilt. Danach folgt eine Zusammenfassung der Katechese in den jeweiligen Sprachen und ein Grußwort des Heiligen Vaters. Et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, alors que la gourmandise évoquée la semaine dernière est la voracité envers la nourriture, la luxure est une sorte de voracité envers une autre personne et représente un lien empoisonné entre des êtres humains, notamment dans le domaine de la sexualité, qui est pourtant une belle dimension de notre humanité. Il s'agit d'un vice particulièrement odieux et dangereux pour deux raisons. La première est qu'il ruine les relations entre les personnes en chosifiant l'autre. La seconde raison est qu'il enchaîne l'homme et génère une forme de dépendance. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare le studente di Fénelon Sainte-Marie di Parigi. Vi invito tutti a testimoniare la bellezza
e la dignità della persona umana nelle vostre relazioni. A tutti la mia benedizione. En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement. Ich grüße ganz herzlich die französischsprachigen Pilger, besonders die Schüler von Fénelon Saint-Marie in Paris. Ich lade euch alle ein, je vous invite tous in euren Beziehungen Zeugnis abzulegen von der Schönheit und der Würde der menschlichen Person. Que Dieu vous bénisse. Gott segne euch. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. In a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the virtues and the vices, we now turn to lust, which is opposed to the beauty of that love which the Creator has implanted in our hearts and called us to cultivate in our relations with others, especially by the responsible use of our sexuality. Lust poisons the purity of love by turning it from a chaste, patient, and generous acceptance of another person in all the mysterious richness of his or her being into an egotistic desire for possession and immediate satisfaction. God's gift of sexuality, which finds sublime expression in conjugal love, is at the service of human fulfillment and authentic freedom, whereas lust enchains us in selfishness and emptiness. May our hearts always treasure the beauty of love, which shares in the mystery of God's own unconditional love for us, created in his own image. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti dall'Australia e dagli Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors. Ich grüße alle englischsprachigen Pilger, vor allem die Gruppen aus Australien und den Vereinigten Staaten von Amerika. Auf euch alle und eure Familien rufe ich die Freude und den Frieden unseres Herrn Jesus Christus herab. Gott segne euch. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die geistlichen Väter im frühen Christentum warnen immer auch vor dem Laster der Unkeuschheit, das an der Tür des Herzens lauert. Hierbei geht es nicht um eine Ablehnung der Sexualität als solcher, sondern um den rechten Umgang mit ihr im Sinne des Schöpfers. Die Erfahrung des Verliebtseins etwa
zeigt, dass es dem wahrhaft Liebenden zuerst um das Glück des anderen geht. Diese uneigennützige und reine Liebe wird jedoch entstellt, wenn sie zu einer besitzergreifenden Begierde wird, die den Menschen nicht mehr als Person betrachtet, sondern als Objekt zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Auf diese Weise werden die menschlichen Beziehungen vergiftet und die Liebe erlischt. Der geduldige Weg der Keuschheit hingegen schützt die wahre Liebe und führt so zur Erfüllung. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle, la vita di Sant'Antonio Abate, di cui io ricorre la memoria liturgica, ci mostra come la lotta spirituale contro i demoni e il peccato è indispensabile per crescere nella santità. Imploriamo dunque il continuo aiuto del Signore per vincere questa battaglia. Liebe Brüder und Schwestern, das Leben des heiligen Mönchsvaters Antonius, dessen Gedenktag wir heute begehen, zeigt uns, dass der geistliche Kampf gegen die Dämonen und die Sünde unverzichtbar ist, um in der Heiligkeit zu wachsen. Bitten wir also beständig um die Hilfe des Herrn, damit wir am Ende den Sieg erlangen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Der Papst Franziskus wird nun selbst in seiner Muttersprache Spanisch die Zusammenfassung der Katechese verlesen. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo este ciclo de catequesis dedicado a considerar los vicios y las virtudes, hoy meditamos sobre la lujuria. Se trata de un vicio que ataca y distrae todos nuestros sentidos, nuestro cuerpo y nuestra psique. Este vicio se presenta como un apetito voraz que impulsa a utilizar a las personas, a depredarlas, a robarlas, buscando en ellas un placer desordenado. En cambio, el amor verdadero se muestra desinteresado, sin condiciones, es generoso, es comprensivo, es servicial. La Biblia y la tradición cristiana ofrecen un lugar de honor y de respeto a la dimensión sexual humana. Esta nunca se condena cuando preserva la belleza que Dios ha escrito en cada uno de nosotros, cuando está abierta al cuidado del prójimo, a la vida y a la ayuda mutua. Por eso cuidemos siempre que nuestros afectos y nuestro amor no se vean contaminados por la voluntad de poseer a otro. Saludo cordialmente. Mein herzlicher Gruß geht an die spanischsprachigen Pilger. Bitten wir den Herrn um die Gnade, so lieben zu können. Pidamos al Señor la gracia de saber amar como él. So lieben zu können, wie er liebt. Mit einer bedingungslosen und ungeschuldeten Liebe. Und bitten wir ihn um die Gnade, das Geschenk, das uns Gott mit unseren Brüdern und Schwestern macht, mit Respekt zu betrachten. Gott segne euch und die selige Jungfrau begleite euch. Danke.
Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim, e depois o Santo Padre vai conceder a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Irmãos e irmãs, depois de refletir sobre a gula, hoje detenho-me sobre outro vício que ronda o nosso coração, desejando entrar nele. É a luxúria. Trata-se de uma sofreguidão que devora as relações. Ao alertar para este veneno, o cristianismo não condena o instinto sexual. Na verdade, o enamoramento é um dos sentimentos mais puros. Os enamorados desintoxicam-se de si mesmos ao pensarem constantemente na pessoa amada. Porém, esta bela experiência humana corre dois perigos. Um é o querer submeter a outra pessoa a uma vontade egoísta. O outro é o vício da pornografia que coisifica. Para ambos, o remédio é construir a beleza de uma história a dois, com respeito e liberdade. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese. In modo speciale saluto il gruppo proveniente di Capo Verde. Signore che ci ha creato, ci chiama a seguire vie di unità. La creatività per farlo la tingiamo sempre dal Vangelo. Dio vi benedica. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, especialmente besonders die Gruppe aus Kap Verde. Der Herr, der uns geschaffen hat, ruft uns auf, Wege der Einheit zu gehen. Die Kreativität, das auch wirklich zu tun, schöpfen wir aus dem Evangelium. Gott segne euch. أيها الأبو الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على رذيلة شهوة الجسد في إطار تعليمه في موضوع الرذائل والفضائل وقال شهوة الجسد هي العلاقة التي تسمم الحياة الجنسية لكن الوقوع في الحب هو من أنقى المشاعر إن لم يتلوث بالرذيلة فالشخص الواقع في الحب يصير سخياً تجاه الآخر ويسره تقديم الهدايا له ويتوقف عن التفكير في نفسه ليجد كمال نفسه في الآخر الذي يحبه وهو مستعد لأن يقدم له كل شيء هناك سببان يجعلان شهوة الجسد رذيلة أولاً لأنها تدمر العلاقات بين الأشخاص شهوة الجسد ليست علاقة بل تريد أن تسيطر على الآخر ولا تريد أن تحترمه هي حب لا عفة فيه الحب يعني احترام الآخر والبحث عن سعادته وتنمية التعاطف مع مشاعره أما شهوة الجسد فتريد إشباع شهوة في الجسد وتستمع لحاجتها وللذتها فقط والسبب الثاني أن العلاقة الجنسية تشرك الحواس كلها وتسكن في الجسد والنفس
وهي حالة نفسية أيضا، فإن لم تهذب بصبر ولم تدرج في علاقة وفي قصة يحولها شخصان إلى رقصة حب، فإنها تتحول إلى قيود تحرم الإنسان حريته. بدون حب نقي حقيقي الحياة تصير عزلة حزينة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Camminiamo sulla via dell'amore che Gesù ha percorso fino alla croce. Perché solo l'amore ci disseta il cuore, guarisce le nostre ferite e ci dà la vera gioia. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. Mein Gruß geht an die arabischsprachigen Gläubigen. Gehen wir den Weg der Liebe, den Jesus bis zum Kreuz gegangen ist. Denn nur die Liebe stillt den Durst unseres Herzens, heilt unsere Wunden und schenkt uns wahre Freude. Der Herr segne euch und schütze euch stets vor allem Bösen. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalnia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W kolejnej katechezie o wadach i cnotach rozważamy dziś rozwiązłość. Jest ona rodzajem zachłanności względem drugiej osoby, zwłaszcza w sferze seksualności. Chrześcijaństwo nie potępia seksualności, ale jej niewłaściwe traktowanie. Rozwiązłość pustoszy relacje między ludźmi. Jakże wiele związków przekształciło się w relacje toksyczne, polegające na posiadaniu drugiej osoby. To miłość, której brakuje czystości. Cnoty, której nie należy mylić z abstynencją seksualną. Jest ona raczej wolą, aby nigdy nie posiąść drugiej osoby. Inną formą zagrożenia jest pornografia, w której dąży się do satysfakcji bez relacji. Człowiek rozwiązły szuka drogi na skróty. Nie rozumie, że miłość wymaga czasu i cierpliwości. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polaki. La catechesi di oggi è un incoraggiamento ad affrontare la lusuria. La lotta contro questo vizio può durare tutta la vita. La ricompensa però è incomparabile, il perseverare quella bellezza che Dio ha scritto nella sua creazione, quando ha immaginato l'amore tra uomo e donna. Mi aiutino in questo l'intercessione e l'insegnamento di San Giovanni Paolo II, che con grande devozione educava i giovani all'amore maturo. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Ich grüße die Polen ganz herzlich. Die heutige Katechese ist eine Ermutigung dazu, sich der Lust entgegenzustellen. Der Kampf gegen dieses Laster kann ein Leben lang dauern, aber am Ende wartet ein unvergleichlicher Lohn, in jener Schönheit zu bleiben, die Gott in seine Schöpfung eingeschrieben hat, als er die Liebe zwischen Mann und Frau ersann. Die Fürsprache und die Lehre des heiligen Johannes Paul II., der die jungen Menschen mit großer Hingabe zu einer reifen Liebe erzogen hat, helfe euch dabei. Ich segne euch von Herzen. Assistiamo adesso ad una breve esibizione dei due circhi presenti. Wir sehen jetzt eine Darbietung, eine Zirkusdarbietung, den Auftritt von Zirkusartisten hier in der Vatikanischen
Audienzhalle, die ja immer gern gesehene Gäste von Papst Franziskus sind. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. Understood, ain't gotta be explained. But you don't understand me, so let me explain. Stood in the heat, the flames. Bei dieser tänzerischen Darbietung sind auch vier kleine Mädchen mit dabei. Die Darbietungen sollen den Liebestanz, den Tanz der Verliebten zum Ausdruck bringen, den Papst Franziskus in seiner Katechese angesprochen hat.
Papst Franziskus ist von der Darbietung sichtlich angetan. Die Gruppe der Zirkusartisten wird jetzt noch einzeln vom Papst Franziskus begrüßt. Franziskus bekommt von einer der Tänzerinnen auch eine rote Rose geschenkt. Santo Padre, i fedeli italiani desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale. Der Gruß der italienischen Sprachgruppe an Papst Franziskus. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà. Ich möchte meine Nähe und Solidarität mit den Opfern, alle Zivilisten ausdrücken bei dem Raketenangriff der autonomen kurdischen Region. Was es hier braucht, ist Dialog und Zusammenarbeit. Morgen beginnt die Gebetswoche für die Einheit der Christen, die in diesem Jahr unter dem Motto steht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich lade euch ein, dafür zu beten, dass die Christen zur vollen Gemeinschaft finden und einmütig Zeugnis ablegen von der Liebe zu allen, vor allem zu den Schwächsten. Ich heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Mein besonderer Gruß geht an die Gläubigen aus Belizzi, die Gruppe Feder Casa, das Institut Pio der IX La Salle in Rom. Und das Highland School Institute in Rom. Abschließend gehen meine Gedanken wie immer an die jungen, kranken und älteren Menschen und an die Neuvermählten. Heute gedenken wir in der Liturgie des heiligen Abtes Antonius, eines der Gründerväter des Mönchstums. Möge euch sein Beispiel dazu ermutigen, das Evangelium ohne Kompromisse anzunehmen. Und vergessen wir nicht die Länder, die sich im Krieg befinden.
vergessen wir nicht die Ukraine. Vergessen wir nicht Palästina, Israel. Vergessen wir nicht die Bewohner des Gazastreifens, die so viel leiden müssen. Beten wir für die vielen Opfer des Krieges, so viele Opfer. Der Krieg zerstört immer nur. Der Krieg sät keine Liebe, er sät Hass. Der Krieg ist eine wahre menschliche Niederlage. Beten wir für die Menschen, die unter Kriegen leiden, euch allen meinen Segen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Et cum in cielo. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Und damit endet diese Live-Übertragung der Generalaudienz mit dem Heiligen Vater. An dieser Stelle bleibt mir nur noch auf unseren Newsletter hinzuweisen, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Ich bedanke mich bei allen, die heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschieden sich Silvia Gritzenberger und Wenzel Widenka. Laudetur Jesus Christus.